kolejną osobą zapisaną w programie, bo tutaj pójdziemy. Die nächste Person, die im nach Programm, genau, die nächste Arbeit, das ist die Phantom Bierstengel, ja. So, Tobias, erzähl uns doch ein bisschen etwas über deine Arbeit. Ja, ja, vielleicht immer, wenn man seinen Mittelpunkt verloren hat, habe ich begonnen, Selbstbildnisse zu machen, um die Mitte wiederzufinden. Und was ich als erstes eigentlich sagen wollte, dass ich sehr glücklich bin, diese Kombination mit dieser Arbeit, weil das auch ein ähnliches Thema ist, was ich hier verarbeiten will. In meinem Fall weiß ich nicht, ob das Kunst ist. Ich habe es als eine Form von Therapie für mich gemacht. Und in dem Katalog habe ich einen Text geschrieben, wo ich versucht habe, das zusammenzufassen. Aber ich kann das mal ganz kurz zusammenstellen. Also, mein Vater war Künstler, den ich auch sehr geschätzt habe, der mich auch gefördert hat, ohne mich zu beeinflussen. Und normalerweise arbeite ich sehr geometrisch. Und ja, der ist vor 20 Jahren gestorben und dann konnte ich mich über 20 Jahre sehr erfolgreich drücken, diesen Nachlass aufzuarbeiten. Ja, und in diesem Jahr ist dann meine Mutter gestorben und jetzt habe ich das Problem, dass das alles wieder zurückkommt. Und ja, es entstand die Situation, dass ich dann in dem Haus, wo mein Vater und meine Mutter gelebt haben, jetzt mein Atelier einrichten will. Und das ist ein gewisser Schritt, wo ich dachte, schaffe ich das? Kann ich das überhaupt machen? Und habe mir dann ein paar Lithografien von meinem Vater, die sind jetzt hier unfairerweise hoch, aber habe mir gesagt, wenn ich das nicht schaffe, diese Dinge zu überzeichnen, brauche ich mein Atelier doch nicht einzurichten. Und das habe ich jetzt mehrere Wochen gemacht und habe das für mich geklärt. Und denke, jetzt schaffe ich das. So, und vielleicht noch als Ergänzung. Das ist eine Arbeit, die ich eigentlich vielleicht sonst nirgendwo zeigen würde. Aber meine Einstellung zum Labyrinth ist ja nicht speziell, hatte ich auch die letzten Jahre immer schon betont. Ich sehe das nicht als ausschließlich eine Ausstellung, sondern ich sehe es mehr im Sinne eines Kongresses oder Austauschs, dass man sich für 3 Tage trifft, verschiedene Künstler, Kunstsprachen kennenlernt, rein begegnet. Und in dem Zusammenhang dachte ich, kann ich sowas durchaus mal zeigen. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen alles. Also, was vielleicht noch ein wichtiger Gedanke ist, wenn man jetzt über so eine Arbeit, in dem Fall der Vater eben, drüber arbeitet, man muss sich das trauen, auch wenn man nicht garantieren kann, dass es besser wird. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der auch außerhalb der Kunst immer ein Generationskonflikt sein wird. Ja. Das ist von meiner Seite. Da kann ich einfach nicht sagen. Ja. Und Anna, das ist ein Katalog mit lauter Selbstbildnissen von 1982 an. Und das als Geschenk für das 20-jährige Geburtstag.